Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Fische, zur Monatslegung für Mai 2024. Ich begrüße alle neuen Zuseher hier auf diesem Kanal, alle Neuabonnenten und ja, überhaupt jeden, der hier zugeschaltet hat und das Orakel mitgucken möchte. Genau. Mein Name ist Tanja, ich lege dir hier die Karten und kurz zur Erklärung für alle, die neu hier sind. Ich lege hier zwei Stapel aus, den einen mit allgemeinen Energien und den anderen in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Die Karten, mit denen ich hier in diesem Orakel arbeite, die findest du unten in der Infobox aufgelistet und dort findest du auch den Link zum weiterführenden Reading. Falls du mit dem hier in Resonanz gehen solltest, naja, und mit mir gemeinsam tiefer in die Situation eintauchen möchtest. Du findest in der Infobox auch die Zeitstempel, die Sprungmarken und so kannst du ganz bequem den Mischprozess übergehen. Kurz in eigener Sache. Dieser Kanal wird diesen Monat ein Jahr alt, am 5. Mai. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Kartomante TV, ganz toll, eure Zuschriften, eure Kommentare, Likes und eure Unterstützung während des ganzen Jahres, das ist wirklich mega und das hätte ich mir nie gedacht. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und für euer Interesse. Ich möchte euch auch gerne was mitteilen, und zwar, ihr müsst jetzt nicht mehr immer bis zum Monatsende warten, bis Orakel rauskommen, sondern ich habe vor, einmal die Woche ein Orakel noch zusätzlich rauszubringen. Das heißt, es wird also etwa 4 zusätzliche im Monat geben, auf jeden Fall. Und wenn es mir möglich ist, dass ich mir noch Zeit freischaufeln kann, beziehungsweise ich mal die Muße hätte, dass ich zusätzlich irgendwas mache, dann werde ich auch das tun. Aber 4 gibt's auf jeden Fall. Und ich kann es nur nicht versprechen, ob ich es diesen Monat schon schaffe, aber auf jeden Fall ab Juni, da könnt ihr euch ganz fix drauf verlassen. Das wollte ich einfach noch sagen. Deswegen, wenn du noch kein Abo dagelassen hast, dann tu das doch bitte. Es kostet dich nichts außer einen Klick eben auf den Abonnier-Button und das Glöckchen nicht vergessen. Dann kriegst du auch immer mitgeteilt, wenn aktuell was hochgeladen wird. Genau, uns YouTubern hilft das ganz immens, egal welchen Kanal du schaust. Völlig wurscht, ob das ein Gartenkanal ist oder hier ein Kartenlegekanal, was auch immer. Du hilfst den Content-Creatern ganz immens dabei. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt und schauen, was der Mai euch Fischen bringt. Wir haben 2 Karten für euch. So, und hier heißt es: Alles darf sein, wirken, werden und wachsen. Alles darf sein, wirken, werden und wachsen. Und dann haben wir noch bekommen: Die Essenz allen Lebens tragen wir in uns, die Liebe. Die Essenz allen Lebens tragen wir in uns, die Liebe. Hier sind Gefühle und die dürfen wachsen.
Wow, bei wem? Bei dir oder bei deinem Gegenüber? Lass mal schauen. Danke. Schön. Gut. Viele Karten legst du mir hier auf den Tisch, Fischlein. Viele Karten. Ich nehme die Lenormand-Karten. Oh. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Das sieht ja schon gut aus hier. Ich nehme die Quertepper-Weinkärtchen als Ergänzung. Okay. Entschuldigung, bin ans Stativ gestoßen. So, und die Atemik-Karten noch als mitgebende Botschaft zum Schluss. Mischen wir nochmal durch. Die sind noch ein bisschen starr. Die sind ganz neu, relativ neu, ja. So, dabei bleibt's. Okay. Wie stecken wir uns hier hin? Oh, diese Karte, die hatte ich auch. Lass mal überlegen. Ich muss überlegen nebenbei, bei wem das war. So, mein lieber Fisch, wir haben hier liegen die Umarmung des Narren mit Schmerzen transformieren. Wir haben daneben lieb gewonnen mit der radikalen Akzeptanz. Und schau mal, 2, 2, 2, ja, dreimal die 2. Guck mal, was das für dich bedeutet. Das ist eine Engelszahl. Wir haben daneben liegen hier sehr zentral die Augen des Kondors mit sich über ein Hindernis erheben. Daneben haben wir das juwelenbesetzte Netz mit der Verbundenheit und wir haben das Nadelöhr mit der Intentionalität. So, den Staubteufel haben wir hier mit der Befreiung aus der Stagnation und aus den Lenormand-Karten haben wir bekommen die Ruten, die Blumen und die Fische. So, ja, was bedeutet das denn jetzt alles? So, diese Person, um die es sich hier handelt in diesem Kartenbild, ist A, eine unentschlossene Person. Ich habe es beim Mischen gemerkt.
und du vielleicht auch, die Karten haben sehr zögerlich gesprochen hier. So, und dieser Mensch trägt, ja, wie die meisten von uns, doch auch die ein oder andere Verletzung mit sich. Hier haben wir eine, ja, Kreatur abgebildet mit Dornen, Spitzendornen auf dem Kopf, mit Flügeln und einem Echsenkostüm in einer embryonalen Stellung. Dahinter haben wir den Mond bekommen. Man macht viele Dinge mit sich selbst aus. 22 ist übrigens eine Partnerschaftszahl. Also, ne? Und ich habe den Eindruck, diese Person macht sich gerne vom Acker, macht sich gerne aus dem Staub, versucht sich halt zu schützen gegen, ja, Übergriffe auf die eigene Person, gegen Verletzungen, emotionale Verletzungen. Und ja, versperrt sich aber somit den Zugang zur Liebe, zur, ja, Akzeptanz all dem, was ich eigentlich zeigen möchte. Man ist in einem Verdrängermodus, man ist, ja, in einer Zerrissenheit gefangen, die letztendlich in eine Stagnation führt. Es wird immer wieder innerlich Staub aufgewirbelt, indem dass man sich in so einem Gedankenkreislauf befindet, man zerdenkt. Und es ist wie bei einer Schallplatte, wenn du in der Mitte diesen Punkt hast und es dreht sich immer wieder um diesen einen Punkt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und man denkt immer wieder über die Situation nach, die einfach so wehgetan hat. Vermutlich ist es irgendetwas gewesen in der Vergangenheit, was zu, ja, inneren Wunden geführt hat, was das Herz in Anführungszeichen bluten hat lassen und wo man lange gebraucht hat, bis man selber wieder Fuß fassen hat können. Wir haben hier lieb gewonnen mit der radikalen Akzeptanz. Und es ist egal, was sich zeigt. Egal, ob es schmerzvoll ist oder ob es uns, ja, gut fühlen lässt. Es ist egal, was da ist. All das hat es verdient, dass wir uns drum kümmern. Und Gefühle tun immer nur so lang so weh, wie wir es vermeiden, hinzuschauen. Wie wir es vermeiden, das Flehen und das Schreien zu ignorieren. Und es geht darum, all das in das Herz zurückzulieben, zurückzuführen und einen Teil von uns werden zu lassen, indem dass wir es akzeptieren. Nur das bringt uns letztendlich Klärung, nur das bringt uns letztendlich auch in eine, ja, Neustart, hier sogar eine doppelte Neustart-Energie. Da haben wir wieder klar Schiff gemacht und da können wir dann auch wieder neu durchstarten. Da schaffen wir es, dass wir uns über ein Hindernis hinwegheben. Ein Hindernis, ja, kann überwunden werden. Ich denke, es gibt für alles eine Lösung. Es ist nicht so, dass man jeden Schmerz verarbeiten kann. Verarbeiten in dem Sinne, dass man wirklich loslassen kann. Funktioniert nicht immer, weil es darauf ankommt, was für eine Qualität von Schmerz es ist und was für ein Typ Mensch ich bin.
Und man muss auch nicht alles loslassen. Man kann auch nicht alles vergessen. Aber man kann lernen, wie man damit umgeht. Indem, dass man eine gewisse Resilienz ausbildet. Indem, dass man auch analysiert, ja, identifiziert und akzeptiert. Und schließlich integriert. Weil es zu einem gehört. Und dann kann auch wieder Lebensfreude hier reinkommen. Wir haben hier zweimal die 9. Schau mal, 1 und 8 ist 9 und hier haben wir auch die 9. Identifiziere, schau hin. Wo braucht es deine Akzeptanz? Wo braucht es deine Unterstützung? Wo braucht es deine Aufmerksamkeit? Damit du wieder die Lebensfreude einladen kannst und leben kannst. Und hier haben wir auch, schau mal hier, wie so ein Monokel und mit so einem Uhrpendel, ne, da unten dran, wie von der Standuhr mit so einem Pendel. Und hier haben wir hier haben wir das Nadelöhr und hier haben wir seitlich auch noch Nadeln. Und siehst du dieses Auge, das da durchschielt? Ich halte dir das mal hin, dass du das sehen kannst. Und hier geht es um Wiedergutmachung. Mit einer Nadel kann ich ein Loch zumachen, zunähen und kann im Endeffekt etwas Kaputtes wieder ganz machen. Hier geht es darum, aus einem gewissen Kreislauf, 1 und 7 ist 8, 8 ist immer eine, hier haben wir auch eine abgebildet, ein geschlossener Kreislauf. Und der gehört durchbrochen, indem, dass man etwas Kaputtes wieder heile macht. Und das muss ich erstmal identifizieren. Was ist denn das, was da nicht stimmt? Vielleicht muss man hier jemandem vergeben in der Vergangenheit. Und es fällt einem schwer. Vielleicht trägt man Wut mit sich rum. Trauer, Verlust, Verlustangst. Und Verlustangst hält einen wiederum davon ab, sich erneut auf jemanden einzulassen. Aber hier haben wir das Netz, das juwelenbesetzte Netz mit der Verbundenheit, weil hier Gefühle sind. Hier sind Gefühle. Denn jedes Herz hat es verdient, zu lieben und geliebt zu werden. Und somit auch das Herz dieser Person. Und man muss rausgehen aus diesem Verhalten, denn das ist, ja, hier haben wir es auch schon liegen, das ist pure Kontrolle. Den Schmerz, den kann ich kontrollieren, den schleppe ich schon so lange mit mir mit, den kenne ich. Den kenne ich, fühlt sich nicht gut, dann aber ich kenne ihn. Und damit kann man in Anführungszeichen umgehen. Bewältigt hat man ihn aber nicht. Eine Strategie hat man sich auch nicht überlegt in dem Sinne, wie man sagen kann, okay, ich kann jetzt in Anführungszeichen damit umgehen, aber ich traue mich auch ja, zukunftsorientiert nach vorne zu schauen. Dass es eine solche Strategie ist. Nein, das ist eine Strategie, wie man sich hier in der Schwebe hält. Wie man mit dem Ding klarkommt, sodass man, ja, jeden Morgen, dass man es schafft, jeden Morgen aus dem Bett aufzustehen, so ungefähr. Dass man das schafft, nicht in der Depression abzurutschen. Aber man ist hier in einer Stagnation und da muss man raus. Weil man das Herz nicht sprechen lässt, weil man das Herz nicht sein lässt,
Hier darf nichts werden. Hier darf nichts wachsen. Warum? Weil es könnte ja wehtun. Aber die Essenz allen Lebens, die tragen wir in uns und die trägt auch diese Person in sich. Und da kann man sich schützen, wie man will. Hier sind Gefühle. Und die möchten gelebt werden. Hier heißt es Kontrolle. Wir müssen endlich damit aufhören, immer alles kontrollieren zu wollen. Liebe kann man nicht planen. Liebe ist einfach da und wächst in ihrem ganz eigenen Tempo. Wenn wir jeden Schritt des anderen kontrollieren, erschaffen wir schlichtweg eine Marionette, eine Puppe, die durch das Ziehen an ihren Fäden den Eindruck erweckt, dass sie sich selbstständig bewegt. Dem ist aber nicht so, denn letztlich tun wir nur das, was unser Gegenüber von uns erwartet. Das klingt grausam, oder? Und ich glaube, dass diese Person ja ein Kontrollverhalten an den Tag legt. Vielleicht auch ein Kontrollverhalten, was dich anbelangt. Das macht man aber nicht, weil man nichts für dich fühlt, sondern um dich auf Abstand zu halten. Dieses, komm her, ich mag dich und dann, oh, geh bitte wieder weg. Komm her, ich mag dich, geh bitte wieder weg. Wenn du zu nah bist. Und hier haben wir stehen, halte an nichts fest und lass Wünsche ziehen. Wer an Wünschen festhält, bindet sich an das Leben. Du brauchst dir nichts zu wünschen, wenn du die Fähigkeit entwickelst, dich vom Leben überraschen zu lassen. Überraschungen müssen nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Sie entsprechen deiner Sichtweise und deiner Haltung. Dieser Mensch möchte schon eine gewisse Beziehungsqualität leben, möchte schon Träume, Wünsche und Bedürfnisse verwirklichen, aber nur in einem ganz bestimmten Konstrukt, nur in einem ganz bestimmten Rahmen, nämlich so, wie man denkt, dass man es am besten kontrollieren kann. Man hat eine genaue Vorstellung, wie das auszusehen hat. Und hier haben wir ja gehört, man plant auch sehr viel. Dass ja nichts schief gehen kann, dass ja nichts daneben gehen kann. Aber genau dann passieren Dinge, die man überhaupt nicht geplant hat. Und man braucht hier nicht verzweifelt irgendwas wünschen oder irgendwas sich ausmalen, vorstellen und in die Zukunft erdenken und planen, sondern man sollte viel lieber den Moment genießen. Man sollte viel lieber die Haltung einnehmen und die Einstellung fördern, dass man den Moment genießt, dass man im Hier und Jetzt lebt und dass man darauf hört, was das Herz spricht. Weil das Herz sagt dir, was es fühlt und ob sich etwas gut anfühlt oder nicht. Und diese Person hat ganz viel Enge um sich gebaut. Ganz viel Enge. Es ist ein relativ kleiner Rahmen, in dem man sich hier bewegt. Jetzt, wenn da noch jemand reinkommt, du zum Beispiel, und man spürt ja die Verbundenheit, jetzt muss man dich ja da auch irgendwie integrieren in diesen kleinen Rahmen. Ja, da begegnet man sich aber ständig. Das heißt, man tritt sich eigentlich in einem kleinen Raum permanent auf die Füße. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, man will dich eigentlich da haben, aber irgendwie bist du auch schon wieder viel zu nah. Und diese Person muss sich erstmal selber einen Raum schaffen,
für sich, der größer ist wie das hier. Ein größeres mentales und auch emotionales Fenster, durch das man blickt. So, und jetzt schauen wir mal gemeinsam in die Engelsbotschaften, was ihr da noch gesagt bekommt. Also das hier hat man sich selbst gebaut. Und man verbaut sich das, ja. Wenn wo was zu eng ist, in einem zu kleinen Blumentopf, kann sich das Saatgut oder kann sich eine Pflanze, die groß werden möchte und die wachsen möchte, nicht richtig entfalten. Die wächst bis zu einem bestimmten Punkt und dann reichen ihr die Nährstoffe in diesem kleinen Topf nicht mehr. Der Platz reicht auch den Wurzeln eventuell gar nicht mehr. Und man braucht einen größeren Topf. So, ich habe hier 5 Stapel und da mische ich Karten raus und die Deutungsstempel, also die Zeitstempel, die findest du dann unten. Deutungsstempel, genau. Was ist ein Deutungsstempel? Ich baue mir meinen eigenen Duden. So. Gut. Das sind aber viele. So, danke schön. Jetzt haben wir alle Karten. Also, Genesung. Hier kommt Heilung rein. Hier kommt Heilung rein. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Hier heißt es, geh weg. Verlass diese ungesunde Situation und freue dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Ja, wenn der Raum zu klein wird, wenn der Rahmen zu eng wird, dann muss ich gucken, dass ich die Tür aufmache und in das nächste Zimmer gehe, dass ich das auch noch mit einnehme. Wenn ich eine Wohnung miete, dann miete ich doch nicht nur ein Zimmer zum Beispiel, dann miete ich doch mehrere Räume und halte mich nicht nur in einem Raum auf. Und hier muss man drüber sprechen. Hier braucht jemand auch Beistand und Trost. Ja, blauer Rahmen, Halschakra. Hier muss jemand sprechen, hier muss jemand kommunizieren, wo es weh tut, was weh tut. Und hier haben wir die Karte Wunder liegen. Diese Person wird über sich selbst staunen, wenn man ausspricht, was einen berührt und was einem wehtut, wovor man vielleicht auch Angst hat, hinzuschauen. Zeige deine Individualität, das gehört mit dazu. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Es ist keine Schwäche, über so etwas zu reden. Im Gegenteil.
Diese Person kostet das Überwindung. Aber das ist keine Schwäche und das darf diese Person auch verstehen, dass das keineswegs falsch ausgelegt wird oder falsch ausgelegt werden kann. Sowas ist Stärke, dass man über den eigenen Schmerz spricht. Und es ist ein Unterschied, ob ich über meinen Schmerz spreche, ob ich damit hausieren gehe und hier klage und da klage und da klage und da klage, nichts dran ändere, nur damit ich hier Mitleid bekomme. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich mich in eine Opferrolle begebe, in der Hoffnung eben auf Mitleid, oder ob ich hergehe und hier drüber spreche, offen, ehrlich, aufrichtig, um im Endeffekt die Wahrheit für mich selbst hörbar zu machen, dass ich es ausspreche. Und vor allen Dingen auch meinem Gegenüber die Möglichkeit gebe, zu zeigen, wie es mir geht und wie es in mir aussieht. Und meinem Inneren letztendlich Ausdruck verleihe. Dann können auch Wunder eintreten, denn man wird nicht verurteilt dafür oder ausgelacht. Und hier haben wir den göttlichen Zeitplan. Es ist jetzt an der Zeit, mein Freund, mein Fräulein, dass du hier wieder ins Vertrauen kommst. Deinen Weg weiterzugehen setzt nicht unbedingt voraus, dass du Vertrauen in dich selbst hast. Das hat die Person nämlich momentan nicht wirklich. Vertrauen in Gott reicht aus, zusammen mit dem Wissen, dass Gott in allem durch dich und mit dir arbeitet. Lehne dich an uns, wenn dein Vertrauen ins Wanken gerät, und wir werden deinen Mut und dein Vertrauen neu beleben. Hier ist das Urvertrauen auch angekratzt, angeschlagen, blockiert. Hier muss man wieder lernen zu vertrauen. Hier haben wir auch die Regenbogenfarben. Regenbogenenergie ist immer Heilung. Hier darf man wieder lernen, wie fühlt sich Liebe an und dass man sich selber wieder liebt. Egal, was sich in einem zeigt. Egal, ob man vielleicht auch selber mal Mist gebaut hat in der Vergangenheit. Das kann ja sein, dass man selber Mist gebaut hat, dass man selber irgendwann mal richtig versaut hat und man weiß, wie weh man jemandem getan hat. Und deswegen so eine Art Schutzschild hochgezogen hat, dass sowas ja nicht nochmal passiert. Weil man möchte nicht nochmal jemandem so wehtun. Und hier haben wir Erzengel Raphael liegen. Herzheilung. Herzheilung, Herzöffnung, Herzchakra. Der Engel der Heilung ist bei dir und hilft dir bei deiner Arbeit. Hier muss Schmerz überwunden werden. Herzschmerz, tiefsitzender Herzschmerz, durch jemanden zugefügt oder sich vielleicht sogar selber zugefügt. Na? Und hier haben wir den Seelengefährten liegen. Ihr beide ruft euch, ihr beide spürt euch, ihr beide kennt euch. Und vielleicht hattet ihr auch schon mal miteinander zu tun oder ja, vielleicht sogar des Öfteren der ein oder andere von euch. Und es hat nie wirklich werden dürfen, es hat nie wirklich wachsen dürfen, weil man diese Essenz, nämlich die Liebe in sich, nicht zum Ausdruck gebracht hat, sondern weggedrückt hat. Und man hat sich in der Oberflächlichkeit befunden und man hat aber gespürt, du hast gespürt, da ist doch viel mehr.
Da ist doch viel mehr, wenn er sie bei mir ist oder wenn wir zusammen sind, dann hat man das Gefühl, wir kennen uns schon ewig und wir sind so vertraut miteinander und wir haben viel gelacht und viel erlebt und viel gemacht. Vielleicht auch gleiche Interessen. Ihr habt euch gespürt und ihr habt euch wieder verloren, weil diese Person es nicht wachsen hat lassen und auch nicht sein hat lassen. Und hier kommt aber Genesung rein. Also wir haben ganz viel Heilungsenergie, wenn du mal merkst. Ganz viel Heilung. Ganz, ganz viel Heilung. Hier Heilung, da Heilung, da Heilung. Hier die Wunder. Ganz toll. Neue Türen, die sich öffnen. Letztendlich muss man eigentlich nur durchgehen. Und ja sagen. Ja zur Liebe, ja zu sich, ja zu dir. Und hier heißt es, Narren hasten, kluge warten, weise gehen in den Garten. Hier ist man davongelaufen und man rennt immer noch und verpasst dadurch sehr, sehr viel. Rennt an vielem vorbei, was gut ist im Leben. Erkennt Chancen nicht, Möglichkeiten, Menschen nicht. Kluge warten und verwarten ihr ganzes Leben. Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Warten auf den richtigen Moment. Warten auf die richtige Wohnung, auf den richtigen Menschen, auf den richtigen Tag, auf was auch immer. Den richtigen Job. Was ist richtig, was ist falsch? Ich gebe doch dem Ganzen eine Bedeutung. Und es ist doch auch meine Aufgabe zu identifizieren, selbst wenn sich was nicht so gut anfühlt oder nicht so sich so zeigt, wie ich es gerne hätte, wie ich es mir vorstelle, es ist doch meine Aufgabe, das Positive darin rauszufiltern. Alles im Leben, jeder Mensch, jede Situation begegnet einem, weil man was lernen darf. Und weil man daraus was mitnehmen darf für die Zukunft. So wachsen wir, so entwickeln wir uns, so reifen wir. Und so, ja, lernen wir auch immer mit dazu, das ganze Leben lang. Man hat nie ausgelernt, niemals. Weise gehen in den Garten. Das sind die, die zu einer Erkenntnis gekommen sind. Aber die Erkenntnis allein, das Wissen allein, bringt es nicht. Es bringt's nicht, wenn man nicht weiß, wie man diese Erkenntnis zur Weisheit werden lässt. Denn nur dann kann ich ja ein Fehlverhalten ablegen, identifizieren. Nur dann kann ich hergehen, neue Strategien entwickeln. Nur dann sehe ich auch überhaupt den Sinn dahinter und kann den Schutzmechanismus ablegen. Nur dann schaffe ich es, der oder die zu sein, die ich wirklich bin. Und die ich ja eigentlich auch sein möchte. Zum Beispiel, wenn man Angst überwinden möchte. Viele kennen ihre Ängste. Die haben die schon lange identifiziert. Die wissen, wovor sie Angst haben. Und können sie trotzdem nicht ablegen. Weil sie die Weisheit nicht haben, wie es funktioniert. Für sie funktioniert. Und haben noch nicht das Richtige gefunden. Oder den richtigen Menschen, der sie vielleicht da durchführt. Okay. Fische. Sehr schöne Legung, krasse Energie. Also dieser Mensch ist sehr mit sich selber beschäftigt. Das kann ich dir gleich mal sagen. Ist definitiv so.
Hier muss man sich mit den eigenen aufkeimenden, aufkommenden Empfindungen und Gefühle auseinandersetzen. Und jetzt, wenn ich dir das gerade so erzähle, ich glaube, es war der Skorpion, wo ich auch diese Karte hatte und wo ich eine ähnliche Energie auch hatte. Ich glaube, es war der Skorpion. Vielleicht magst du da mal reinschauen, auch wenn du nicht Skorpion bist oder dein Gegenüber im Sonnenzeichen nicht Skorpion ist, das spielt keine Rolle. Du weißt vielleicht gar nicht, welche Häuser oder der Aszendent oder Mond, Mars, Venus in der Charts eventuell mit einem Skorpionzeichen belegt ist. Oder sind Häuser, ne? Genau. Und deshalb nicht immer auf die Sternzeichen so festbeißen. Ja, tun manche leider, die haben das irgendwie das Prinzip nicht ganz begriffen, dass es hier um Energien geht. Und wir alle mal verschiedene Energien durchlaufen. Ja, ich als klassisches Jungfrau, als Jungfrau geborene im Sonnenzeichen kann genauso eine Wassermann-Energie an den Tag legen, kann ich genauso. Oder Widder oder irgendwas anderes, Steinbock, egal. Auch ich befinde mich mal in so einer Energie. Und ich nehme hier trotzdem auch noch ganz stark Skorpion-Energie wahr. Also diese Legung nehme ich ganz stark wahr, ja. Wenn du Lust hast, kannst du einfach nur so als Tipp mal reinschauen, ne? Vielleicht ist da auch das ein oder andere für dich mit dabei. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, ist meine Legung, ich erkenne mein Gegenüber da genau wieder und bitte auch nichts hindrehen, dann freue ich mich, wenn du mit mir jetzt gemeinsam ins weiterführende Reading mitkommst. Und allen anderen wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Mai. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, einen Like oder auch eine E-Mail, wenn du nicht öffentlich irgendwas erzählen möchtest, das verstehe ich auch, gar kein Problem. Da bin ich auch genauso offen dafür und ich antworte natürlich auch darauf. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns alle spätestens im Juni wieder und ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Liebe Fische, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.